haben wir wieder einen komischen Platz entdeckt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Eigentlich sollte das auch mal irgendwie ein Museum sein, aber das ist hier kein Museum mehr. Das ist alles so richtig, Lost Place-mäßig. Man hat hier noch irgendwie so eine 7,5 cm Luftabwehrkanone. Aber hier seht ihr hier den Erhaltungszustand. Der ist ja katastrophal, ne? Aber hier unten habt ihr die Arretierung von dem Ganzen. Sieht so ein bisschen so leicht aus wie eine 8,8. Wenn ihr das Größenverhältnis mal seht. Aber guck mal, ey, der Erhaltungszustand ist traurig, ne? Hier wird sich auch nichts mehr bewegen. Also hier wird nichts mehr gemacht, ey. Schade, ey. Sowas sieht man ja auch nicht mehr wirklich. Ich weiß auch nicht, was das jetzt für ein Modell ist. Ob das was Russisches ist? Vermutlich aber aus dem Zweiten Weltkrieg wird das Ding sein. Ja. Schade. Das ist alles fest. Hier wird sich nichts mehr bewegen. Also, um das zu restaurieren, ihr seht ja auch hier der Gummi, das ist alles porös, das ist steinhart. Krass. Daneben ist so ein alter Tankwagen. Seht ihr auch schon, Reifen platt. Der wird vermutlich etwas moderner sein, aber. Auch krass, ey. Wie geht's weiter? Das ist alles hier nur so notdürftig irgendwie reingestellt. Hier wird eine Bofors sein. Ja, das ist eine Bofors, aber hier sieht man auch immer wieder unterschiedlichste Arten auf Lafette, hier wieder mit Zugwagen draufgesetzt, hier nochmal einen kompletten Panzerschutz drumrum. Ja, auch die ist auch wieder komplett anders. So in ihrem Aufbau. Wahnsinn. Hier vermutlich für die Magazine das Ganze. Boah, ey, was steht hier alles, ey? Ja, die ist noch deutlich moderner, wenn man jetzt hier diese Visiereinrichtung ja sieht, ne? Auch da. Dann seht ihr auch mal, wie lange man diese Geschütze auch noch verwendet hat. Hier ist sogar nämlich noch ein Schild. Aber hier steht jetzt Lafarkan, Lafarkan. Ja gut, das ist ja dann wahrscheinlich eine erweiterte Version. Ich halte euch mal ein bisschen näher ran. Da, diese Hammer da, vermutlich um hier die Flöcke reinzuhauen, damit das dann stabil steht, vermute ich mal. Wahnsinn. Ja, das wurde ja wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang von der Schweizer Armee noch genutzt. Schweizer Armee sage ich schon, schwedische Armee noch genutzt. Aber auch hier, Truppenpanzer hier. Es ist ja krass. Kann ich mich hier draufstellen? Ich weiß nicht, ja. Oh. Auch hier habt ihr jetzt hier so ein Schaufel, so eine Schaufel irgendwie befestigt. Dann kann er hier wahrscheinlich noch den Boden vor sich ebnen. Aber hier auch die Maschinenkanone hier oben. Auch krass. Vielleicht können wir auch irgendwie da oben drauf gucken. Zumindest können wir hier reingucken. Wow. Habe ich Taschenlampe am Start? Ich habe Taschenlampe am Start, Gott sei Dank. Ich habe den Rucksack jetzt hier gar nicht mit. Oh. Wow.
mich hier ein bisschen reinbeugen. Oh, ist das aber auch sehr, sehr niedrig. Hier der Fahrer, hier die Sichteinheiten, um überhaupt irgendwas da zu erkennen auf der Straße, okay. Auch hier ringsrum bei der Luke, hier sieht er die ganze Elektronik. Aber ich kann das alles halt nicht lesen, das ist alles schwedisch. Aber das ist auch schon ein moderneres Gerät halt. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier für ein Fahrzeug ist. Hägglunds, das sagt mir aber irgendwas. Hägglunds und Söhne. Aha. Oh, spektakulär. Alter, Traktoren auch hier, die man auch in der Armee verwendet hat, seht ihr ja auch. Die haben ja alle hier Tarnschema. Hier haben wir auch mal wieder eine Information. Wahnsinn. Hier oben so ein kleiner Schlitten. Das weiß ich, das haben die Infanteristen dann auch immer gehabt, damit sie dann weiterkommen. Das ist ja alles hier auf Kette. Alles immer halt sehr spartanisch, ne, in diesen ganzen Fahrzeugen. Das ist nicht viel Komfort. Aber klar, sonst wäre es halt kein Militärfahrzeug, aber trotzdem ist immer interessant. Auch hier, da kommt man gar nicht aus dem Staunen raus. Guckt euch mal diese Kiste hier an. Ja, die sind halt alle moderner. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, was das hier alles ist. TG BLM 42 SKPF. Da haben wir so eine Art Kommunikationswagen gefunden. Ja. Das sind alle möglichen Gerätschaften. Oh, das wird hier auch alles nicht mehr so gepflegt, ne? Wahnsinn. Ist praktisch so ein Schreibtisch verbaut. Also, sag mal so, wer in dem Bereich damals gedient hat, der wird vermutlich das ein oder andere auch wiedererkennen. Das wird es, sage ich mal, in der deutschen Armee bzw. bei der Bundeswehr auch in diesen ja, ähnliche Systeme halt gegeben haben. Also elektronische Kampfführung und so weiter. Das wird alles ähnlich sein, weil ich kann das hier halt zum größten Teil nicht lesen. Das müsste ich jetzt erst alles hier per Smartphone jetzt mühselig übersetzen. Aber ich vermute mal, dass das hier was mit Kommunikation, Störung, halt elektronische Kampfführung in so einem Bereich halt hier wurde hier durchgeführt. Aber Wahnsinn. Das ist auch irgendwie so ein Schützenpanzerwagen. Spähwagen oder sowas wird das sein. Wenn man das hier so sieht, ich kann mir auch meistens gar nicht vorstellen, hier überhaupt drin sitzen zu können. Schon alleine, wie hoch dieser Sitz letztendlich nur ist. Und dann hat man auch hier schon praktisch auf dem Oberschenkel dieses Lenkrad. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit man hier überhaupt was verstellen konnte. Das ist schon krass. Ihr habt da auch nochmal das Typenschild. Aber es ist halt alles auch in Schwedisch, ne? Also müsste man sich jetzt hier auch wieder mühselig übersetzen, aber auch wenn man hier jetzt so sieht, ne, diese die Scheiben, ne, wie wenig man letztendlich aus dem Fahrzeug heraus sehen konnte, aber klar, es ist ja ein gepanzertes Fahrzeug, da hat man nochmal Klappen, um maximalen Schutz zu bieten, ne? Aber das sieht halt irgendwie cool aus, dieses Fahrzeug einfach, ne?
Es hatte so einen leichten Style, wie so ein deutscher Hanomag aus dem Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen halt, ne? Aber hat er damit nichts zu tun, und der ist ja halt nur auf Rädern. Es gab, glaube ich, auch eine Version, die ist ähnlich wie die da hinten gewesen. Da gab es auch mit Halbkette. Ja. Aber beim Hanomag war das ja auch der Fall. Könnt ihr auch noch mal reinschauen. Konnten praktisch noch Infanteristen Platz nehmen. Auch hier, das ist auch so ein Wahnsinn, ey. Auch hier, das ist, die Fahrzeuge aussehen, ey. Fantastisch. Das ist wirklich, weiß ich nicht. Irgendwie ist es toll. Ja, ich kann halt leider mit diesen ganzen Bezeichnungen nichts anfangen. Aber ihr wahrscheinlich. Der ein oder andere wird bestimmt ein bisschen was noch dazu erzählen können auch. Und ehe ich hier irgendeinen Murks erzähle, nehme ich das erstmal hier so ein bisschen auf. Und dann können wir uns auch gerne nochmal über die Kommentarfunktion da nochmal drüber unterhalten. Aber ich bin so erstmal halt total geflasht von den ganzen Fahrzeugen, weil ich sowas halt in der Form nicht gesehen habe. Und das Komische ist halt hier, dass das halt alles irgendwie so, weiß ich nicht. Das ist halt, hat eigentlich irgendwie so wieder so ein Lost Place Charakter. Oder man hat einfach nicht das Geld, diese Fahrzeuge halt zu restaurieren, und hat die hier nur notdürftig untergestellt. Was haben wir hier? Ist das hier so eine Art Gulaschkanone vielleicht? Oder vertue ich mich jetzt hier komplett? Weil man hat hier zwar so Kessel. Es ist halt alles schwierig, Leute. Tut mir leid. Ich kann es nicht sagen. Hier oben ist irgendwie noch so ein Platt. Das ist aber nur, wie man das jetzt wahrscheinlich betreibt. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber das ist doch ein Ofen hier. Ja, hier, das ist doch bestimmt sowas wie eine Gulaschkanone. Steht wahrscheinlich dann auch hier, aber ich kann es nicht lesen. Da müsste ich jetzt erst wieder alles abmachen und übersetzen. Aber ich vermute es mal fast. Ihr könnt es gerne bestätigen oder verneinen. Ich bin gespannt. Krass. Jetzt wird's krass. Na, was ist das hier wohl, was man hier gebaut hat? Aus Spanplatte. Das ist richtig cool. Das ist ein Tiger 1, soll das sein. Das ist ja richtig cool. Aber hat man gut hinbekommen. Ich würde auch schon mal fast meinen, man hat zumindest die Dimension, die Maße doch ordentlich getroffen, ne? Das kann dich ja aussehen hier von dem Chassis, dass das MMG Sichtluke für den Fahrer. Hier die 88er. Gut, könnte sein, dass die eigentlich ein bisschen länger war jetzt. Aber unverkennbar ist damit der Tiger 1 gemeint. Haben sie sich echt Mühe gegeben. Cool. Also, das ist mal richtig witzig. Da auch Turm richtig schön gemacht. Wow. Sowas finde ich natürlich richtig cool. Auch hier schön. Hier die Auspufftöpfe. Ja, kann man sogar da ein bisschen hochgehen. Ich mache mal eben Licht an. Kann man da sogar in den Turm gehen. Also da haben sie sich ja richtig Mühe gegeben. Das ist ja richtig cool. Also sowas finde ich richtig klasse.
Das war ein richtiger Liebhaber, der das hier gemacht hat. Also es gibt, glaube ich, auch im Ausland ein paar Nachbauten und so weiter, aber das ist halt richtig cool. Ja, wenn man den jetzt noch entsprechend lackiert, auf den ersten Blick von Weiden weg, könnte man locker denken, jo, Tiger 1. Klasse. Alter, guckt euch das mal an hier, was hier vergammelt. Das ist ja Wahnsinn, ey. Eine 15 cm Haubitze. M38. Boah. Ja, ein Kravenzmann. Hier ist nochmal ein Schild. Ja. 15 cm Haubitz. Ja. 1938. Ist das ein deutsches Modell eigentlich? Das sieht irgendwie schon fast so aus. Ne, ist kein deutsches. Hier steht Bofors. Aha. Aber hat so ein bisschen den Touch. Gut, die haben sich ja alle geähnelt, das Kanonenschild hier und so weiter. Aber ihr seht mal, wenn das dann draußen steht, nicht mehr behandelt wird. Da sieht das so aus. Es ist halt massiv Stahl, aber trotzdem das jetzt wieder zu restaurieren, das ist, wenn das überhaupt so möglich ist, diese ganzen, wobei, das lässt sich sogar noch ein bisschen, das lässt sich sogar noch ein bisschen drehen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber doch, ihr könnt hier unten erkennen, es passiert hier was. Kann ich jetzt hier die Neigung ver... Tatsächlich, guck mal hier oben auf die Kanone, auf den Lauf. Wir können es verändern. Krass, also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wir können hier wirklich die Kanone noch bewegen. Jetzt bin ich baff. Also hier ist ja wirklich gar nichts an Schmiermittel mehr zu sehen. Ihr seht ja, das Ding ist komplett verrostet. Also, ich war jetzt eigentlich der Überzeugung, es würde gar nicht mehr funktionieren. Mal gucken, ob das hier noch geht. Nee, oh doch, das geht auch noch. Oh, das ist nur ein bisschen schwieriger. Aber in der Tat geht das auch noch ein bisschen. Ha, das ist ja Wahnsinn. Also hier bin ich von diesem Platz, bin ich echt begeistert, weil das ist so... Guckt euch das mal an, das ist einfach so... Ja, das ist halt so ein Lost Place irgendwie, ne, aber... Irgendwie auch dann nicht, aber das ist hier so eine richtige kleine Entdeckungsreise hier. Also Leute, man weiß wirklich gar nicht, wo man hier weitermachen soll. Hier sind wirklich ungelogen ein Haufen Militärfahrzeuge, alle ausrangiert wurden, hier jetzt mal diese Raubenversion als Sanitätsfahrzeug. Die ist aber verschlossen oder verrostet, je nachdem. Können ein bisschen reinschauen. Teilweise sogar noch das Equipment drin. Hier habt ihr wieder diesen Spähwagen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Schreibt einfach rein, Minute XY und welches Fahrzeug das ist. Das wäre mal richtig cool, weil ich habe das jetzt hier nicht auf dem Schirm. Es gibt hier hin und wieder ein paar Typenbezeichnungen. Das ist aber auch schwedisch komplett, so dass man nur die Kennnummern hat. Und deshalb kann ich dann nicht wirklich sagen, was es ist. Aber auch hier ein alter Volvo, okay? Hier haben wir auch noch ein Typenschild dran. Ja, 93F. Wie gesagt, das hilft nicht viel jetzt in dem Moment. Aber da oben habt ihr eine Kanzel dran, drehbar, wo das gibt's auch bei der Bundeswehr heute noch auf diesen Zweitonnern und so weiter. Da oben könnt ihr ein Maschinengewehr befestigen.
Hier mit Seilwinde hier vorn. Ganz massiv das Ganze hier. Und hier wieder so ein Spähwagen. Also den finde ich ja richtig klasse. Jetzt hier zwischendurch mal so einen alten Bus. Das ist wirklich Wahnsinn, ey. Und es geht hier weiter. Also ihr seht ja, das ist hier einfach nur noch irgendwie untergestellt. Hier wieder so eine kleine Jeep-Version von einem Fahrzeug, wo ich wieder nicht weiß, was das für ein Typ ist. Hier eine Haubitze. Thor. Das ist ja mal prägnant, der Name. Die wird aber gar nicht mal so alt sein. Das ist jetzt keine Haubitze aus dem Zweiten Weltkrieg. Mal gucken. 7,5 cm Kanone. Doch, 1940. Okay. Krass. Hier ein Boot. Also hier gibt es alles. Alter, guckt euch das mal an hier. Manometer, Manometer. Krass. Ihr habt hier noch das komplette Waffensystem drauf. Abzug geht noch. Ha. Wahnsinn. Das ist richtig krass. Ihr habt den Turm von einem, tja, ich hätte jetzt fast Pettenpanzer gesagt, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist der hier direkt in so einem Turm verbaut oder ist das jetzt halt nur, damit der hier, ne, tatsächlich, da unten könnt ihr sehen, das ist hier ein richtiger Verteidigungsturm. Also das ist nicht nur ein Sockel, damit man den Panzerturm an sich hier präsentiert hat. Da geht's richtig runter. Ich bin so begeistert von diesem Platz hier, ey. Guckt euch das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Also theoretisch gesehen könnte man jetzt hier rein. Ihr seht das ja jetzt hier unten. Da unten hat der, ich versuche das mal eben mit der Taschenlampe, weil jetzt hier noch reinklettern. Das wird jetzt auch ein Akt, aber theoretisch gesehen wird es funktionieren. So, da. Da unten an der Seite, da habt ihr irgendwie solche Klemmen. Ich weiß nicht, für was diese Klemmen sind. Könnte aber gut möglich sein, dass man da Granaten befestigt hat. Könnte mich gerne verbessern, aber es würde jetzt Sinn ergeben. Weil es ist hier einfach so ein richtiger, wie man es halt kennt, so ein Verteidigungsturm, wo man dann aus Kostengründen in den Verteidigungslinien halt ausrangierte Panzertürme verwendet hat, die in den Verteidigungslinien verbaut hat. Ja, und damit halt einen Abwehrriegel schaffen konnte. Und das wird hier sowas sein. Wahnsinn. Aber ich weiß jetzt nicht, was das jetzt für ein Turm ist, also zu welchem Panzer der hier gehört. Vielleicht weiß das einer von euch. Das muss ein amerikanisches Modell eigentlich sein. Ich glaube nicht, dass das ein schwedischer Turm ist von einem Panzer. Aber ihr könnt mich da wirklich verbessern, weil ich habe hier kaum Informationen. Das ist jetzt so so spontan, dass wir jetzt hier sind. Deshalb verzeiht mir das bitte. Aber das wollten wir euch hier unbedingt zeigen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Mit diesem Turm macht es halt auch richtig Sinn, weil wir ja auch an der Kalix-Linie sind. Und hier seht ihr ja auch die Panzersperre hier, die zum Teil hier noch besteht.
Und der Turm war nämlich ein Teil von dieser Kalixlinie. Das hatten wir euch in anderen Videos mal erklärt, dass diese Linie halt bestand Richtung Schweden, weil man halt Angst hatte damals ab dem Zweiten Weltkrieg, dass Russland halt mit einer Offensive, einer Invasion über Finnland nach Schweden kommen will. Und deshalb hat man sowas errichtet. Und das ist nämlich noch ein Überbleibsel dieser Kallax-Linie. Da gibt es leider nicht mehr viel, weil den größten Teil hat man abgebrochen. Es gibt nur noch sehr wenig Punkte, wo man überhaupt noch was entdecken kann. Und das war jetzt sehr, sehr zufällig, dass wir jetzt diesen Spot jetzt noch entdeckt haben, wo man jetzt mal solche Aufbauten nämlich noch sieht. Neben den großen Schiffskanonen, die man halt in den 60er Jahren noch hinzugebaut hat, gab es ja viele Unterstände, Bunker und so weiter. Aber mit diesen Türmen, jetzt Panzertürmen, das ist nochmal mega interessant, das so zu sehen. Also Leute, ich bin hier wirklich von diesem Ort so fasziniert. Das ist zwar die eine Geschichte, das militärische Gerät oder die Fahrzeuge oder Kanonen oder was auch immer, zu erhalten, aber wenn man das halt so sieht, wie, sage ich mal, so ein Gerät jetzt in der Landschaft steht und vor sich hin vergammelt, hat aber halt auch irgendwie seinen Charme. Das ist, weiß ich nicht, das ist schon irgendwie was Besonderes. Vor allen Dingen, weil es ja hier halt auch nicht besprüht ist oder sonstigen Vandalen halt zum Opfer fällt, wie man es halt viel kennt, sondern es halt für sich belassen, die nur die Natur greift das Gerät jetzt hier irgendwie an, aber es ist irgendwie faszinierend, ich weiß auch nicht. Hier, es ist halt alles schon, man sieht hier wieder die Gummibereifung, ist alles steinhart, der Turm, das wird alles verrostet sein, diese Klappen werden auch nicht gehen, hier ist der Motor zum Teil sogar noch drin, wir können da gerne mal reinleuchten, können wir das erkennen. Aber hier mit der geneigten Kanone und alles, das ist schon grandios. Wahnsinn. Hier ist sogar auch mal irgendwie schon eine Zerstörung passiert, also als ob der jemand einen Treffer bekommen hat. Das sieht wirklich fast so aus. Und hier praktisch das Fahrwerk auch zum größten Teil hier in Mitleidenschaft geraten ist. Und man sieht das hier richtig. Also hier gab es eine Verformung. Kann schon sein, dass das mal einen Treffer bekommen hat. Auch da, das ist doch eindeutig, oder nicht? Das hier. Das ist aber deutlich zu erkennen, dass es hier einen Einschlag gab. Zwei. Oha. Dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass der doch im Kampfeinsatz irgendwo war. Das Fahrzeug. Auch hier. Ja, hier seht ihr das auch. Hier gab es auch einen Durchschlag. Ach du grüne Neune. Das ist wirklich ein Fahrzeug, was Kampfhandlungen mitgemacht hat. Das wird jetzt nicht zu Übungszwecken sein, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man nur ein paar von diesen Einschlägen hat. Auch hier könnt ihr das auch erkennen. Hier viele kleine Narben von kleinen Projektilen. Also ich würde behaupten, der war in irgendwelchen Kampfeinsätzen gewesen. Und dann hat man dann abgeschleppt. Klar, hier unten auch. Hier seht ihr das. Hier hat er auch Treffer bekommen. Krass. Ich weiß nicht, was das für ein Modell ist. Vielleicht weiß es einer von euch, dann könnte man ungefähr nachvollziehen, wo er das herbekommen hat. Weil ich habe jetzt hier keine schwedischen Hoheitsabzeichen erkannt. Ne, das ist nicht drauf. Keine Ahnung, wo der Panzer eventuell im Kampfeinsatz gewesen ist. Also hier scheinbar auch Leute. So wie das hier aussieht, da ist auch irgendwas passiert. Oder man hat hier, naja, das sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht hat man hier auch noch irgendwas gemacht, aber hier sind viele so Markierungen, die müssten eigentlich vom Beschuss her deuten. Leute, ich weiß es nicht, aber es ist mega spannend. Ja, ihr habt da nochmal das Innere des Turmes.
Wahnsinn. Eieiei. Ah, Leute, was ist das? Granaten. Das scheint eine Attrappe zu sein. Das ist Holz, glaube ich hier. Ja. Aber mit so einem Metall. Ja, hier ist Metall, aber das ist Holz. Aber die hier, die ist komplett Messing hier. Ja, hier unten ist auch wieder eine ganze Scheune voll Fahrzeuge. Also Leute, das ist so ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Vielleicht lasse ich es einfach auch in voller Länge. Das ist egal. Ich meine, alle, die sich für sowas halt begeistern können, die werden jetzt ähnlich fühlen. Ey, das ist Wahnsinn hier. Guckt mal hier, was hier liegt. Das ist, hier liegt mal eben einfach so ja, eine Mörsergranate. Und dann, das ist keine kleine. Ne? Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr funktioniert, aber guckt mal hier drauf, ey. Hier sind noch Munitionskisten, noch und nöcher. Alter, also Leute, das ist... Das liegt hier einfach so rum, also... Es wird nicht mehr funktionieren und vermutlich... Ich kenne mich jetzt nicht mehr im Detail aus, aber es gab auch Übungsmunition, Übungsgranaten und so weiter. Die hatten eine bestimmte Farbe. Das könnte eventuell sowas sein. Da könnte ich aber noch mal verbessern, wer gerade aktiv noch dient. Ich bin da jetzt auch schon eine Weile raus. Oder sage ich mal, wer zu den damaligen Zeiten gedient hat, das ist ja hier zum größten Teil halt Kallax-Linien, ging halt bis Ende Kalten Krieges. Und das wird halt die entsprechende Ausrüstung auch sein und die Bewaffnung und auch die Munition. Wer da halt Bescheid weiß, kann das gerne schreiben. Hier, das ist wieder Gulaschkanone. Hundertprozentig. Ich habe leider in meiner aktiven Dienstzeit nie eine Gulaschkanone gesehen. Also, deshalb bin ich da raus. Aber hier, diese alten LKWs. Da. Im ganzen System, ich weiß gar nicht, was das hier für eins ist. Na, hier muss ich erstmal eben drüber steigen. Boah. So. Ja, der hat auch irgendwie eine Kabine hinten drauf. Ich weiß gar nicht. Da oben scheint wie so eine Art Zelt und Tarnnetze vielleicht verpackt zu sein. Da oben, das kann sein. Ha, die kenne ich auch noch. Diese alten Schlösser aus Bundeswehrzeiten. Nein, ich mal hier nicht so auf das ganze Material treten. Ja, hat hier so eine Kabine drauf. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ui. Wahnsinn. Also ich komme aus dem Staunen hier nicht mehr raus. Auch überall Ausrüstung. Kisten rum, hier noch irgendwelche, ich weiß nicht, was es ist, irgendwelche Bolzen, riesige, für irgendein Fahrzeug. Das könnte vielleicht die ID-Nummer dafür sein und auch da irgendwie ein Gerät. Es ist jetzt, kommen wir hier auch zur nächsten Halle. Das ist Wahnsinn hier. Was hier rumsteht, ein alter Militärbagger. Vermutlich hier alles halt für Pioniereinheiten. Das sieht alles, was man hier brauchte, um irgendwo Befestigungen fertig zu machen, Straßen vielleicht. Wir gehen mal hier an der Seite rein. Ihr seht ja, die haben alle platte Reifen. Hier fährt auch nichts mehr. Wahnsinn.
Hier. Noch so ein Teil. Hier habt ihr keine Ahnung, was hier alles steht. Hier sind wieder so riesige Bolzen und so weiter drin. Hier auch Metallkisten. Da. Das ist vermutlich auch für Granaten. Die Umverpackung. Noch mehr Kisten. Unglaublich. Ich kann ich nichts zu sagen. Hier noch eine weitere Halle gefunden. Im Fahrzeug. Es ist hier alles so ein richtiger Lost Place. Noch so ein Trecker. Die Kisten alle da, da wird überall Material sein für die Fahrzeuge, um die ja in Stand zu setzen, also Ersatzteile, hundertprozentig. Das sind so die typischen Militärkisten, die ich damals auch noch bei der Bundeswehr hatte. Die werden voll sein, alles Ersatzteile. Leute, hier ist es doch. Hecklunds, das fiel mir vorhin nicht ein. Und ich bin der Meinung, bei der Bundeswehr sind die heute auch noch im Einsatz bei den Gebirgsjägern. Grüße an meinen Bruder gehen raus, wenn er das sieht. Hier auch nochmal eine große Haubitze. 10,5 cm. Auch wieder eines aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Geschütz. Versteckt habt ihr hier noch eine Bofors, auch am dahinter rosten. Da steht auch noch Bofors 1940. Da. Und ich kann sie auch noch bewegen, die Neigung. Boah. Schaut mal, Leute, das konnten wir nur wegen nicht die Neigung so weit verändern. Das ging nicht. Aber hier geht's noch. Klasse. Tja, Leute. Hier scheint wohl mal ein Jet abgestürzt zu sein. Und zwar ist das eine Saab 35 Tragen. Und irgendwie sieht es auch so aus, als ob die hier, keine Ahnung, beschossen wurde. Aber ich glaub das mal nicht, aber trotzdem merkwürdig hier, diese ganzen Einbuchtungen. Die ganzen, sieht auch so ein bisschen wie Schrapnell aus, wenn man das hier so sieht. Und so wie die jetzt hier drin liegt, könnte man wirklich vermuten, dass die hier abgestürzt ist. Ah, schon krass. Tragflächen zum Teil beschädigt, auch da oben so, merkwürdigerweise. Da die schwedischen Hoheitsabzeichen. Aber hier seht ihr auch, hier ist alles ausgebaut. Triebwerk weg. Hier unten Fahrwerk vermutlich auch weg, oder ist das noch eingeklappt? Ich kann das hier nicht ganz genau erkennen. Hier müsste wahrscheinlich das Fahrwerk sein, nehme ich an, ja. Seht ihr auch nochmal das schwedische Hoheitsabzeichen.
also alles weg. Oh, sieht schon krass aus. Es gab hier dann auch nur einen Piloten. Ist auch eine kleinere Maschine. Wir hatten ja jetzt schon ein paar größere gesehen beim Museum. Aber auch hier, ne, wenn man das so sieht, könnte man wirklich denken, Einschusslöcher. Aber nein, das kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen. Aber ich kenne den Hintergrund nicht von dieser Maschine hier. Und warum die ausgerechnet so hier auch drin steht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber hier oben, es fehlt halt auch irgendwie was. Hier sieht man auch einen Seilzug halt, wo man vermutlich die Tragflächen zum Teil bedienen konnte auch. Hier diverse Schläuche. Ich kenne mich leider mit Flugzeugen, gerade modernen Flugzeugen, so gut wie gar nicht aus. Aber es sieht schon merkwürdig aus, wie das jetzt hier genauso diese Linie irgendwie zerfressen ist. Das sieht aus wie, als ob Schrapnellwirkung oder so hier stattgefunden hat. Vielleicht war das mal zum Teil irgendwie für Übungszwecke oder ähnliches genutzt worden. Auch hier oben fehlt halt ein Stück, was man so rausgenommen hat. Vielleicht brauchte man das halt auch irgendwie noch ersatzteilmäßig. Das sieht man auch, da geht so ein Seilzug bis hinten hin. Da ist noch irgendwie Bordelektronik, diverse Kabel, die da durchgehen. War auch mal ganz interessant so zu sehen. Hier steht auch sogar noch eine HKP Augusta Bell rum. Also auch ein, ja, ein etwas modernerer Helikopter. Der Pilot ist sogar auch noch drin, den hat man vergessen. Nein, ist nur eine Puppe. Aber auch nicht mehr wirklich ein guter Zustand. Ne? Also steht jetzt einfach nur hier. Aber man sieht ja auch hier, ich glaube, man hat das auch mal so ein bisschen überpinselt, so notdürftig, also auch nicht professionell. Und ihr seht ja auch, der Pilot hier drin, auch schon angefressen. Aber wenn man das jetzt hier mal so sieht, auch relativ klein. Aber hier sind sogar noch, könnten zwei Piloten rein. Aber es mal von der schwedischen Luftwaffe vermutlich. Ja, das sind ja auch wieder die Hoheitsabzeichen und alles geflogen worden, eine Zeit lang. Aber ich finde halt auch nicht gut erhalten. Klar, hier draußen eh problematisch, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich hier auch den Eindruck, das wurde mal so notdürftig drüber gepinselt, also nicht professionell. Ja, der da seine besten Zeiten auch schon hinter sich. Aber auch interessant hier, dass man hier den Rotor, damit er sich nicht so im Wind vermutlich bewegt, hier befestigt hat. Ja. Oh, kleiner, feiner Hubschrauber. Augusta Bell. Das war's mit diesem Video. Also wir fanden das Ganze hier richtig sensationell irgendwie. Wie gesagt, es war irgendwann mal ein Museum, aber davon macht es halt überhaupt gar keinen Anschein mehr. Und es hatte eigentlich mehr den Anschein nach einem richtigen Lost Place. Die ganzen Geräte ja, vergammeln hier. In den Hallen überall ist Gerät, ist Material, Ausrüstung. Und ihr habt ja die verschiedensten Geräte hier gesehen. Und wie gesagt, tippt auch gerne mal in die Kommentare, was ich zum Teil jetzt nicht erklären konnte, weil das jetzt auch eine ganz spontane Geschichte war. Und ja, das hat uns so begeistert hier. Das fand mir so klasse. Und ja, mehr können wir eigentlich nicht sagen. Also wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann gerne kommt wieder auf unseren Kanal, gebt uns ein Abo, gebt uns ein Like und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.